Ich sage nur so selbstbewusst, wie wir in diesem sehr katholischen Land Bayern mit der katholischen Kirche umgegangen sind, so selbstbewusst sollten auch alle Christen und alle Ungläubigen, und das sind verdammt viele Menschen, mit Muslimen umgehen, dass wir uns von denen keine Pflichten auferlegen, keine Gebote, keine Missachtung einreden lassen, sei es im Sinne, alle Frauen mit kurzen Röcken sind praktisch schon Huren und jeder, der nicht die richtige Konfession im Islam hat, ist ein verdammungswürdiger Ungläubiger. Also, einfach die Bitte, es sind ja viele Menschen aus der katholischen Kirche, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind, Leute, die ganz verdienstvoll christliche Werte auch beim Flüchtlingsthema leben, aber es sind auch Altlinke. Und gerade an die Altlinken plädiere ich, die Werte, für die sie jahrzehntelang gestritten haben, bitte auch in der heutigen Debatte nicht zu vergessen, wenn es um Frauengleichberechtigung geht, um Meinungsfreiheit. Und zur Religionsfreiheit gehört auch die Freiheit, keine Religion zu praktizieren. Das muss man auch wieder sagen dürfen. Also, man muss nach Kreuz, das auf das hier anspielen, Frau Merkel fast schon wieder verteidigen. Der eigentliche Rechtsbruch ging vom Deutschen Bundestag aus. Das sage ich, als der sein Leben lang sich empfunden hat, wurde er schlecht als Volksvertreter. Und ich bin 1972 zum ersten Mal in der Volksvertretung gewählt worden, in den Stadtrat von München, und habe, was mir wehgetan hat, mein Amt als Bundestagsabgeordneter vor ein paar Monaten niedergelegt. Der eigene, damals ging es um die Währung, aktuell geht es um die Frage Einreisen. Man kann darüber reden, dass es Notstandssituationen gibt, wo das aktuelle Recht beiseite geschoben werden muss für höhere Rechtsgüter. Not kennt kein Gebot, das weiß jeder. Aber wenn es nicht gerade das Wochenende ist, ist auch für die Notstandsentscheidung, ich setze das Wort in Anführungszeichen, des Parlaments zuständig. Früher, wie wir ganz jung waren, waren in den 60er Jahren die Debatten um die Notstandsgesetze. Da wurde dann schon heftig diskutiert, ob sich das Mini-Parlament oder das Schrumpfparlament im Bunker treffen kann und ob das nicht alles eine Chimäre ist. Aber dass der Deutsche Bundestag seit dem 4. September 2015, wo es losging, Wochenende die Kanzlerin wird vom österreichischen Bundeskanzler gebeten, Menschen sind auf der Autobahn, die Grenzen zu öffnen und die gesetzlichen Überprüfungen, die ja auch im Schengen-System nicht außer Kraft gesetzt sind, das Verbot, die Grenze ohne Pass zu überschreiten, die strengen Regelungen, großzügigen und strengen Regelungen unseres Asylrechts, Artikel 16a Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asyl, Absatz 2, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einreist. Nicht als Schikane, sondern ganz logischerweise, denn wer in Salzburg ist oder in Karlsbad, wird wegen seiner Zugehörigkeit zu einer schiitischen Sekte nicht verfolgt. Und als Äquivalent, weil dann käme ja überhaupt keiner hierher als politischer Flüchtling, das System von Dublin, wo dann im Rahmen der EU Flüchtlinge verteilt werden. Markante Notstandssituationen müssen wir möglicherweise geregelt beiseite schieben. Aber das entscheidet nicht, Zeiten von der Maria Theresia bei aller Ähnlichkeit sind vorbei. Das entscheidet, das war ein Kompliment. Das entscheidet in der parlamentarischen Demokratie des Parlaments. Und da muss ich sagen, die hat uns ja den Frucht. Da drückt sich der Bundestag. Da haben wir den mutigen Bundesminister, dass er jetzt seine Meinung in dem Interview erklärt hat.
ist ja schon atemberaubend zur Kenntnis genommen werden. Dobrindt setzt sein Amt aufs Spiel. Danke dafür. Das Parlament, das über die Höhe des Haushalts der Deutschen Bibliothek in Helsinki lange streiten kann, hat bis zum heutigen Tage über eine Frage, die von allen Seiten, also von denen, die dafür sind und von denen, die dagegen sind, als schicksalhaft bezeichnet wird, bis zum heutigen Tage kein einziges Mal abgestimmt. Also dieses befreiende Ja macht es, oder Nein, auf keinen Fall geht nicht, kann nicht gut gehen, ist bis zum heutigen Tag in unzähligen Talkshows, in Leitartikeln, die so lang sind wie von hier bis zum Mond, in endlosen Diskussionen zu Hause oder am Arbeitsplatz beraten werden, nicht vom Deutschen Bundestag. Die Opposition will es nicht, weil sie sagt, da müsste man sagen, die Frau Merkel hat recht, danke Angela. Und die Union will es nicht, weil sie ihre Zerrissenheit in dieser Frage nicht parlamentarisch beglauben will. Und die Sozis sagen, ja, wenn einer da sagt, was hat, dann hast du schon recht, oder dann das Gegenteil, ja, du hast du auch recht. Und dann sagt einer, du kannst doch nicht beiden recht geben. Ja, stimmt, das ist richtig. Und da gilt meine Kritik auch meinem eigenen Verein. Und ich sage, das kann ich nicht aushalten. Dass wir das, warum sagen wir, warum machen wir Wahlkampf? Alle miteinander, es geht ja nicht immer so freundlich zu wie heute, sagen, weil uns und nicht wir, nein, weil wir sagen, Problem lösen. Wir vertreten eure Interessen. Und wir reden über das Thema überall. Aber dort, wo eigentlich entschieden werden soll, im Parlament, drückt man sich vor eine Entscheidung. Und das ist ein Skandal in dieser Welt. Nicht der Frau Merkel gesagt, weil der Regierungschef, der muss erst mal gefunden werden, der halt sagt, ja gut, bitte kritisiert mich. Ja. Sondern deswegen dem Herrn Parlamentspräsidenten Lammert gesagt. Und seinem ganzen Präsidium des Deutschen Bundestags. Das wird sich noch bitter rächen. Und es ist ja leider nicht das erste Mal. Also meine ganzen Erfolge beim Bundesverfassungsgericht, den europäischen Verträgen, über die Währungsfrage, die ich ja nie richtig gewonnen habe. Und Bundesverfassungsgericht immer gesagt hat, das müsste der Bundestag entscheiden. Zurück, Marsch. Die waren ja alle begründet damit, dass ich gesagt habe, hallo, wenn das Parlament seine Rechte nicht wahrnimmt oder einfach weggibt, dann ist das eine Einschränkung des Wahlrechts. Dann wird das Wahlrecht von jeder Mann und jeder Frau ausgehöhlt. Dann machen wir und den ganzen Klimbim hin und her, aber wir wählen ein Parlament, das überhaupt nichts mehr zu entscheiden hat. Die Hoheitsgewalt über unsere Kasse haben wir zu Herrn Draghi, zur Europäischen Zentralbank gegeben. Hat den hier einer im Saal gewählt? Nein. Die Hoheitsgewalt über 80% unserer Gesetze. Wir streiten heute, dass wir in Bayern nichts mehr zusammen haben. Ich sage mir jetzt langsam wurscht, ob wir von Berlin oder Brüssel fremdbestimmt werden, von beiden zusammen halte ich nervlich nicht aus. Über 80% unserer Gesetze haben wir nach Brüssel zu Herrn Juncker. Das ist der Steuerexperte aus Luxemburg. Abgegeben. Und jetzt wird uns auch noch das Recht über das Territorium, über das eigene Land unter den Hintern weggezogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.